Ida und ich bin ein Igel. Ich liebe es, wie ihr ja bestimmt auch, durch das frisch gefallene Laub im Herbst zu laufen. Dort gibt es sehr viel Nahrung für mich und außerdem bietet mir so ein Laubhaufen sehr viel Sicherheit und auch etwas Wärme. Das ist vor allem im Winter sehr wichtig für mich, wenn ich meinen Winterschlaf halte. Doch warum fällt im Herbst überhaupt das Laub von den Bäumen? Das ist eine verdammt gute Frage, denn Bäume sind etwas ganz Besonderes. Ein Baum hat einen dicken Stamm und oben eine Krone, die aus Ästen, Zweigen und natürlich den Blättern besteht. Außerdem sind sie mit ihren Wurzeln fest im Boden verankert, um Wasser und Nährstoffe aufzunehmen. Euch ist bestimmt schon aufgefallen, dass Bäume im Frühling und im Sommer grüne Blätter haben. Wenn die Blätter grün sind, ernähren sie den Baum. Das Blatt macht dabei aus dem Wasser, das durch die Wurzeln transportiert wird, und dem CO2 aus der Luft Zucker. Dafür benötigt der Baum das Sonnenlicht. Und ganz nebenbei entsteht etwas, was auch für den Menschen gut ist, und zwar Sauerstoff, den wir zum Atmen brauchen. Also kann man sagen, dass Bäume das für uns giftige CO2 aus der Luft ziehen und dafür frische Atemluft wieder freigeben. Ein großes Dankeschön an die Bäume. Und für noch mehr saubere Luft könnt ihr ja mit euren Eltern mal einen Baum pflanzen. Vor dem Winter verfärben sich die Blätter dann rot und die Bäume werfen sie ab, da es sehr kalt wird und es viel weniger Sonnenlicht gibt. Die Nährstoffe werden dabei in dem Stamm und den Wurzeln gespeichert. Die heruntergefallenen Blätter bieten mir dann das perfekte Winterquartier. Doch leider finde ich immer weniger Versteckmöglichkeiten, da die Blätter immer weggeräumt werden und somit in den ordentlichen Gärten gar kein Platz mehr für uns Igel ist. Besonders schlimm sind Steingärten. Um unseren kleinen Freunden zu helfen, könnt ihr ja bei euch zu Hause das Laub in eine Ecke sammeln, anstatt es wegzuschmeißen. Ihr könnt im Herbst aber nicht nur uns helfen, sondern auch anderen Tieren. Stimmt, man findet doch überall Kastanien und Eicheln. Die könnt ihr einfach einsammeln und Jägern, Schweinebauern oder Tierparks vorbeibringen. Die Tiere finden das gerade in der dunklen Jahreszeit mal ganz lecker. Achtet allerdings drauf, dass ihr sie nicht von Privatgrundstücken sammelt. Und falls ihr mal wieder einen Laubhaufen seht, denkt daran, ich könnte darin ein Nickerchen halten. Eure Ida.